Award. Ihr hier, warum? Ja, weil Nachhaltigkeit einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, gerade heutzutage. Und was man tun kann, sollte man tun. Ja, schließe mich natürlich an, natürlich. Also es ist wichtig und wir haben nur eine Erde und da müssen wir uns drum kümmern. Ich glaube, du bist auch Botschafterin oder seid ihr beide Botschafter? Ich weiß nicht, wie es mit Guido ist, aber ich habe die Ehre, auch Botschafterin zu sein. Ja. Weil du eben sagst, Nachhaltigkeit ist ein Thema, worüber gesprochen werden muss. Gibt es irgendwas Spezielles, auf das du dich heute Abend freust? Also irgendwie ein Thema, wo du sagst, es wäre mir wichtig, dass das vielleicht angesprochen wird oder ausgezeichnet wird oder eine bestimmte Person, wo man sagt, Mensch, ich wollte eigentlich schon immer in Richtung, keine Ahnung, Mobilität mehr wissen. Und da würde ich gerne einfach heute Abend Leute kennenlernen, die darüber mir vielleicht auch wirklich mal Informationen geben können. Oder gibt es irgend so einen Anstoß? Also generell bin ich ja einfach ein sehr naturverbundener Mensch, weswegen mich diese ganze Cleantech Media Award Geschichte auch so interessiert. Und ich freue mich einfach sehr, dass ich Teil davon sein darf, dass ich Alexia Oswald einfach auch persönlich kenne und durch meine Präsenz hoffentlich dazu beitrage, dass das ein schöner Abend wird. Ja, ich finde es auch toll, dass Alexia das aufgebaut hat, mit aufgebaut hat in den letzten 5 Jahren, glaube ich, ne? Oder 6 Jahren. Und da hat sich ja mittlerweile also was Unglaubliches entwickelt und das kann für uns alle nur gut sein. Was haltet ihr denn von dem grünen Teppich, dem Rasenteppich? Ist es diesmal echtes Gras oder ist es... Es ist also echter, ich glaube sogar quasi Fußballrasen. Erinnert sich ja ein bisschen an Fußballrasen, das stimmt. Also das, und das ist mir das Zweitliebste nach dem Green Tech Media Awards. Also fängt der Abend schon mal gut an? Ja, also es ist standesgemäß, ist gut. Mhm.